Servus YouTube und Freunde des gepflegten Gamings, hier ist der Mario vom Wolfsrudel. Willkommen zu einem ersten Let's Play auf unserem Multiplayer-Hof. Auf dem Server sind der Jojo, der ist gerade auch in Skype dabei. Servus! Der alte Bayer und der Manni, kurz Manni, normal heißt er Manfred. Und er ist gerade im Häcksler und hat natürlich noch ein bisschen was ausgelassen. Also das gibt Abzüge vom Lohn, das ist ganz klar. Das ist absolut nicht erwünscht. Wir haben 6 Uhr, okay, jetzt haben wir es 6:30 Uhr morgens. Wir haben aber schon die ganze Nacht durchgehäckselt. Man kann es schon sehen, da ist eine riesige leere Fläche. Und rechts haben wir noch das kleine winzige Stückchen, was heißt, das ist auch noch ein Drittel ungefähr. Ich bin jetzt eigentlich auch doof und habe den Tempomat nicht angemacht. Jetzt aber schon. Ja, dann will ich, nee, jetzt muss ich den, das hat wieder hervorrufen. Wir haben nämlich, damit ihr sie sehen könnt, Feld 22, 27, 33 und 32 kombiniert und zu einem großen Feld gemacht und sind jetzt eben genau auf dem eigentlichen Feldweg von Feld 27 zu 33. Also haben wir jetzt eigentlich schon, kann man sagen, mehr als 2/3 gehäckselt. Das erste Silo dürfte Jo jetzt, glaube ich, voll machen, oder? Ja, 599.999. Ja, bestimmt. Ernsthaft? Ja, ich denke mal, mehr wird da nicht reingehen. Okay, also bleibt doch noch was. Ich dachte jetzt eigentlich, das schaffst du noch, das packst du noch ganz voll, aber gut, dann halt nicht. Ja, um den 1 Liter. Den kannst du dir schenken, den kann man dann mal so in der Tasse reinschmeißen. Ja, so ungefähr. Und ja, wir haben einen schönen Deutz mit 1000 Kilogramm Gewicht. Den einzigen Deutz in dem Spiel, aber auch ein sehr schöner. Was sagst du dazu? Ja, durchaus nicht schlecht. Sieht schon geil aus. Und den dreckigen Bergmann, der Silagekipper oder Silagewagen. Der Joel fährt mit dem New Holland mit 8320 und mit dem Kröger Agroliner, soweit ich das weiß, mit 45 Tonnen. Hier gehen 55 rein. Aber ich muss mal meine Blinklicht ausmachen, denn wir haben ausgemacht, dass ich immer bei 95% Rundumleuchte anmache. Und bei 100% Hupe, dann weiß der Manni sofort Bescheid, dass ich voll bin. Und ich hoffe, ich darf das letzte Drittel dann selbst auch häckseln. Zuerst war Jo der Häckselwütige, dann jetzt Manni und danach komme ich. Hoffentlich. Wenn ich den noch darf. Wenn wir dann fertig gehäckselt haben, werden wir Manni auch einweihen. Die heilige Kunde des Tempomats. Ja. Kannst du dir mal erklären, wie das denn, was er denn sonst macht? Ja, man könnte ja hier, wenn man schon häckselt, die gleiche Tempomatstufe einstellen, sodass man sich keine große Mühe geben muss mit Gas geben und Bremsen, um auf gleicher Höhe zu bleiben. Aber wenn Manni mit dem Traktor nebenan fährt, dann gibt er immer Gas, bremst wieder ab, gibt Gas, statt den Tempomat einzustellen. Ich schätze, dass er das einfach noch nicht raus hat. Wir haben eh schon ein bisschen weiter spekuliert, da wird er bestimmt die ganze Nacht drüber denken. Auch in der Früh baut er einen Unfall, Autounfall, telefonglückt, ja, Todesanzeige steht dann. Er wollte doch nur wissen, wie ein Tempomat funktioniert. So ungefähr, ja. Oh, ich bin gleich voll. Rundumleuchte an und... Hupen! Und schon weiß er Bescheid, er ist weg. Es war jetzt wieder perfekt, das Timing, du bist genau rechtzeitig gekommen, Wahnsinn. Ja. Also hintenrum schaffen wir es eh locker. Das ist super. Wir fahren ja das alles zur BGA. Und jetzt seht ihr noch... Scheiße! Habt ihr das gesehen? Nein. Nee, gar nicht. Im Forst sind wir jetzt auch schon ganz schön weit, haben über die Hälfte. Wird halt dann noch eine schöne Mühe für uns zwei, Jojo, gell? Dass wir die Baumstämme da wegbekommen. Und dann wird danach gleich der Scorpion King gekauft, wenn wir jetzt genug Geld verdient haben. Und was noch? Muss ich mir überlegen, was steht noch an? Steht noch alles an. Ich glaube, wir haben noch 60 Tonnen Raps. Ja, stimmt, das haben wir noch nicht fertig, ne? Nee. Unsere Nachfragemission, das ist blöd, da gibt es jetzt Abzüge. Ich habe auch vergessen, wieder zu... Ja, weißt schon. So. Wieder zu säen. Das heißt, müsste ich eigentlich mal kurz den Helfer säen lassen. Das ist jetzt blöd. Wir finden noch 15 Tonnen, das heißt, ein guter Tank voll ist das. Also das erste ist voll, ne? Jo.
Gut, dann ins zweite rein. Ja, da steht. Zweiten dürfte eh ein kleiner Haufen sein. Naja, Mini-Haufen. Ein Liter. Na dann. Nee, waren 2000. Ich schätze mal, wenn es gut geht, kommen wir das zweite Silo noch voll. Wir hatten auch ein kleines Stück, hatten wir vorher schon dreschen müssen. Also normal, das können wir jetzt. Weil das auch durch eine Nachfragemission halt gefordert war. Aber jetzt bekommen wir zwei Silos voll und dann haben wir noch andere Felder. Wir haben noch das Feld 34 und 39, haben wir auch kombiniert. Und das ist auch noch komplett Mais. Das denke ich mal, werden wir auch noch gut schaffen zum Hexen. Das ist ja nicht mehr so groß. Das ist vielleicht die Hälfte bis zum Drittel, so 40% vielleicht von dem großen Feld. Da geht einiges weg. Da will ich dann auch schon häckseln. Findest du auch, dass man am wenigsten Stress hat, wenn man abfährt, ne, mit dem Häckseln. Also am Häcksel selbst hast du schon meistens mehr Stress, ne? Bei mehr Konfiguration. Du musst erst einfach nebenher längst ein bisschen und das war's dann. Außer du weißt nicht, was das Tempomat ist. Ja. Dann schaut's schlecht aus. Wo war jetzt denn? Ich muss hinten rumfahren, glaube ich, gell? Ah, hier geht der Weg hoch. Ja, wäre wohl besser. Ein schöner Drift. Wie viel Prozent hast du? 85. Ja, das ist ja perfektes Timing. Bin ich sogar noch überpünktlich. Naja, bis du hier bist, werden es wohl 99 sein. Bist du dir ganz sicher? Mhm. Oh, das ist nicht gut. Aber ich komme schon. Ah, jetzt seid ihr wieder ganz vorne. 8 Uhr, eben. Es ist 8 Uhr und es ist neblig wie die Sau. Seht ihr das? Das ist Wahnsinn. Jetzt können sie mal wirklich schon ein bisschen aufhellen hier. Das nervt schon langsam. Jetzt bist du. Ah, ist doch nicht mehr. Voll, ja. Große Nachfrage bei Biomasse-Heizwerk für Hackschnitzel. Hackschnitzel, gut. Okay. Ja, wir haben jetzt leider nichts. Ich habe vorhin mal so einen Mod gefunden. Und zwar, ich habe dir den einen noch geschickt, diese Mod-Vorstellung von dem Jens. Das war erstens mal noch dieses Förderband, wo es den Baum reinzieht. Das war halt einfach länger, ne? Ja. Das hast du gesehen. Jetzt gibt es da irgendwie noch einen zweiten. Da ist. Das ist wahrscheinlich ein platzierbares Objekt, schätze ich mal. Das ist direkt so ein Gebilde, eigentlich ein bisschen breiter und. Massiv, denke ich mal, ich weiß nicht, ob das jetzt Stahl sein soll oder Beton. Auf jeden Fall ist es halt auch so ein selbstständiges Förderband. Und da kannst du halt mit dem Jens direkt ranfahren, dass das passt. Und dann kannst du da halt wirklich die Baumstunde reinladen und der fördert es einfach weiter. Ist natürlich viel besser. Na klar. Du brauchst halt nur. Es ist halt doof, wenn wir jetzt hier oben, ich kann es ja mal zeigen, wir sind beim Forst bei Feld 11 und Feld 18, aber ihr habt es jetzt anscheinend gecheckt, das ist ein Automat. Automat! Dass es ein Tempomat gibt. Weil der fährt zumindest beim Häckseln. Irgendwie denkt er, vielleicht gibt es das beim Traktor nicht. Das wäre nicht möglich oder so. Und auf jeden Fall sind wir beim Forst bei Feld 11 und Feld 18, also ganz nahe der Sägerei. Haben wir gut die Hälfte. Aber wenn wir da oben jetzt mit dem Jens hacken würden, oder häckseln, ja, häckseln nicht, das ist ja dann Holzhacken. Ja, wie nennt man das jetzt? Hackschnitzel machen einfach. Weiß ich nicht, wie das dann aussieht. Man kann ja nicht einfach hier in die Wildnis so ein Ding rein platzieren. Einer hat es auf dem Hof gemacht oder irgendwie auf der Straße. Auf jeden Fall irgendwo, wo halt fester Untergrund ist. Dann musste die Baumstämme irgendwo hinziehen. Einzige Möglichkeit wäre, man macht den Wald da oben über unserem Hof. Der ist ja keine 200 Meter vom Biomasse-Heizwerk weg. Das wäre, glaube ich, am günstigsten. Und siehst du was? Das Wetter wird besser. Oh ja. Wird auch Zeit. Ja, seid jetzt mal zurück, dass wir endlich mal einen ganzen Tag in das Wetter, einen ganzen Tag mal haben. Sonst vergeht die Zeit so schnell, es kommt mir wirklich vor, dass es länger Nacht ist als Tag. Was eigentlich nicht sein kann, aber trotzdem kommt es mir so vor. Lass ich das jetzt mal so. Ich habe 60%, bist du schon wieder auf dem Rückweg? Ja. Oh, Wahnsinn. Na, jetzt wird es echt von der Zeit her schaffen wir es jetzt locker. Oder, ja. Das heißt locker nicht, weil gerade kam ich auch ein bisschen zu spät. Aber es macht zu dritt einfach wahnsinnig viel Spaß. Hexen ist ja wirklich eines der wenigen Dinge, wo man wirklich einfach ein paar Leute braucht. Drei. Ah, ich sehe dich, komm. Pass auf, dass du nicht irgendwie driftest, wenn du hier hochkommst. Im Jahr gibt es Punkte Abzug über Grid, wenn du irgendwo ankommst. Ja. Ah, ey, jetzt fährt er mir da vor die Schnauze. Ich glaube, du hast sie. Scheiße, jetzt habe ich ihn geschoben. Ja, scheiße, ich kann nicht mehr.
Jetzt hat er es geschnallt. Ich fahre jetzt hier wieder in der Fahrspur drinnen mit ihm. Du, das Rundumleuchte wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr so gut sehen. Ich habe jetzt 82, jetzt warst du wirklich schnell. Wir können ja gerne mal Traktor tauschen, wenn du willst. Nee. Nicht? Ich bleib beim hässlichen New Holland. Das dreht. Der dreht zwar echt schön, weiß auch nicht, der passt irgendwie dazu. Im Vergleich zum Ding hat er wirklich eine ganz andere Form, auch wenn er 160 PS weniger hat. Sieht er trotzdem wuchtiger aus. Ja. Ja, der weite Radstand, der lässt ihn einfach so schlank wirken. Ja. Gut, er hat jetzt auch nicht gerade den schönsten, einfach so einen breiten Mund. Das war jetzt perfekt. Das war jetzt 10 Sekunden nicht mal verloren. Und ich war hinten rum. Ich bin ein Hank. Ein Hank. Weiß ich jetzt nicht. Das war jetzt irgendwie so ein Wortspiel. Aha. Vorne oder hinten? Keine Ahnung. Ich fahre jetzt immer mal hinten rum. Vielleicht hat es länger gedauert. Wir haben es echt nicht weit zur Biovergasungsanlage. Und ein Drift ersten Grades, also ja, einfach gut. Aber ist der Bergmann, ja, du hast ja keinen Bergmann, ist der Krüger mit auch schon so dreckig? Ja, ziemlich. So wahnsinnig. Echt brutal. Eigentlich nur noch Dreck. Nur noch Dreck. Ich würde mal wirklich gerne rausfinden, was irgendwann das Maximum ist. Also ich schätze mal, bei New Holland habe ich schon rausgefunden. Bei dem ging das immer recht schnell. Beim Deutz könnte sicher noch was gehen. Ich sehe da immer noch grüne Farbe. Aber beim Bergmann ist das Grün schon fast weg. Wie viel haben wir hier? 17%. War erst. Also ich glaube nicht, dass wir das hier noch voll bekommen. Leider. Aber trotzdem werden wir es gleich gern. Na gut, das volle sowieso. Das zweite noch nicht. Hat eh Zeit. Aber ich kann es auch schon. Nein, wir müssen noch verdichten. Ah. Weißt du was? Das mache ich jetzt gleich. Gut. Weil du musst kurz auf mich warten. Ja, jetzt schauen wir mal, wie viel wir hier haben. 59%, 60. Alter, gerade mal 2%, wenn man einmal hochfährt. Das ist ja echt gar nichts. Ja, nicht sehr viel. Du musst dann Money kurz schreiben, damit sich der nicht wundert, warum kein neuer Hänger kommt. Ja, machst du, damit du halt voll bist. Ja, 65, das. Boah. Ja, wir haben ja nur einen Deiz, das wäre mit dem Radler dann natürlich weit besser, weil der hat ja. Obwohl, ich glaube jetzt nicht, dass der Radler da wirklich mehr Gewicht hat, weil das kein so großer ist wie beim 13er. Obwohl der auch hässlich war, aber der hier ist definitiv kleiner als beim 13er. Also wir nehmen auch so hier, ja, dass der nicht so viel Gewicht hat. Und ich habe vorne auch noch ein 1000 Kilo Gewicht, also glaube ich, wäre das fast egal. Am besten wäre es mit dem Klicklenker, mit dem Case oder mit dem Holland. 73. Dauert echt. Ja, ich hoffe auch, ihr habt die Tageszusammenfassungen mal gesehen, damit ihr seht, was da einiges los ist. Denn hier sieht man uns jetzt nur am Häckseln. Da denkt der eine, macht er das den ganzen Tag? Nein, das war jetzt unser, das erste Mal, dass wir gehäckselt haben. Oder dass wir häckseln. Wurde auch echt Zeit, aber wir haben jetzt eh schon wir haben jetzt heute den sechsten Tag, glaube ich, ja, und wir haben jetzt in den sechs Tagen eigentlich so viel schon von Fahrzeugen, das ist echt Wahnsinn. Gut, auch den Missionen geschuldet, weil wir da wirklich zusammenkommen. Ja, anfangs ist es ja schon sehr mühsam, überhaupt mal irgendwas zu bekommen. Stimmt, ja. Dazu muss man sagen, wir spielen auch auf normal, nicht auf einfach, also wir haben auch niedrigere Fruchtpreise. Deswegen war es auch mir klar, dass bei dem Robert, als ich im Spiel warte, der viel höhere Fruchtpreise. Ich dachte, hä? Ja, und der ist angestellt. Was hat denn der für ein Glück, dass er so hohe Preise hat? Aber der hat einfach auf leicht gespielt. Wir spielen auf normal und bekommen halt viel weniger. Wenn man sich noch erinnern kann, bei LS13 bekamen wir vielleicht 2000 von Raps. Hier bekommt man 1100. Und das ist schon in Ordnung. Also, ist weit weniger geworden. Aber es ist eigentlich nicht schlimm, weil wir haben jetzt trotzdem durch die Mission so viel Geld verdient und können jetzt schon so viel leisten. Wir haben jetzt so viel riesen Fuhrpark eigentlich schon. 99% und 100!
Silo zugedeckt. Wird gegärt. Sehr schön. Bestimmt voll, ne? Ja. Den lassen wir jetzt fahren auf best auf genauestem Maß. Und ich bin jetzt auch raus. Ich fahr's dann. Wir sehen uns hier gleich. Bitte hupen, ne? Wir machen das. Truckfahrer und wir auch. Oh, da fast die Ausfahrt verpasst. Einfahrt. Ja, Ausfahrt und Einfahrt. Im Feldweg. Noch immer, wo ist jetzt? Ist ja. Ah, er ist ganz unten, oder? Ist jetzt ganz unten rumgefahren, oder wie? Ja. Okay, dann passt das. Komme ich von der richtigen Seite. Also mit dem Gewicht vorne kannst du super driften mit dem. Aber jetzt. Ja, die Physik in dem Spiel ist schon um einiges Trächtig. Besser geworden. Definitiv, ja. Was ich halt wirklich das als Bestes finde, einfach, auch wenn jetzt alle anderen physikalischen Eigenschaften, ja, also erstmal den Staub, den Dreck, das ist immer das eigentlich das Wichtigste, dass die Fahrzeuge nicht immer wie neu aussehen, denn das macht so viel aus vom Realismus. Ja. Und die Reifenspuren, das gehört da irgendwie fast schon zusammen. Das war dringend nötig. Ja. Und dass ich jetzt auch die Fluchtsorten, wenn man sie in den Anhänger leert, verteilen. Genau, das auch. Außer du hattest am Anfang mal Probleme mit dem Multiplayer, nur dass das bei dir nicht. Ja, im Multiplayer ist es jetzt bei mir selbst immer noch so, dass sich das selbst nicht verschieden verteilt. Aber ja. Im Einzelspieler sieht man es auf jeden Fall auch. Ah, will jetzt hier hochfahren, okay. Ja, definitiv. Und was halt noch gemacht wurde, war ja die Physik, also das Fahrverhalten der Fahrzeuge. Mir kommt es jetzt wirklich so vor, als könntest du diesen einen Berg, weißt du, was ich meine, wo hinten, wo du so Schlangenlinien nach unten fährst, Richtung Feld 22 vom Hof, da kommst du wirklich, egal mit welchem Fahrzeug, ins Schleudern, wenn du zu schnell mit dem Hänger fährst. Also das wundert mich, das ist ein bisschen zu heftig, aber sonst passt es wirklich. Ja. Also man kann driften, oder du hast jetzt früher in den Spielen so viel Grip und so viel Traktion, du wärst ja niemals gedriftet. Es gab ja mal so Sachen, wenn du zu schnell um die Kurve bist, mit 60 km/h hast du den Traktor mal umgedreht. Und endlich haben sie auch die Animation verbessert beim Maisgebiss, damit der Mais auch mit dem Maisgebiss übereinstimmt und die Reihen richtig reinfließen. Ja, eins der wichtigsten Sachen, die sie gemacht haben. Hat er schon wieder vergessen, irgendwie? Jetzt. Oh, Jungchen! Ja, er hat auf mich, er hat auch gewartet, damit ich vorfahre, damit er es reinziehen kann. Die fährt jetzt schneller, oder täuscht das? Nö, doch nicht. Ich glaube, ich muss nur ein bisschen vorfahren, dann hat er den kürzeren Weg jetzt. Aber jetzt haben wir echt nicht mehr viel. Ja, dürfte bald vorbei sein. Ich hoffe, er erlaubt mir, dass ich den Rest fertig machen darf. Dann habe ich mal ein bisschen Abwechslung. Wollte mich auf Häckseln mal. Will jetzt gleich tauschen. Aber er schreibt. Ja, hebt das schnell. Gleich. Er will fliegend wechseln, okay. Ja, fliegend war das jetzt leider nicht. Er hat ein Tempomat von 11 drin und ja, ist es egal. Ich hau 10 rein, weil er fährt eh nur 9, also ist es egal. Das Coole ist. Er gibt schon wieder Gas. Bremst und gibt Gas. Das Coole ist, ich kann jetzt die ganze Zeit mein Hut auslassen. Ich muss nur noch schauen. Ja gut. Jetzt kann ich mir die Reihen mal schauen, wie er die schon reinzieht. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ein Häcksler. Ich muss eigentlich nur schauen, dass ich in einer Reihe fahre. Also dass ich mein. Hier ist unten ist eben im Gebiss, sieht man eh. Da vorne dieses gelbe, diesen Haupt. Zahn oder diesen Hauptstumpen, wenn man schaut, dass der genau auf der Reihe ist, dann kann ich exakt geradeaus fahren, ja. Dann brauche ich nicht nach außen schauen, weil so habe ich innen, muss immer nur dahin schauen, dass das ungefähr in der Mitte ist. Natürlich haben sie auch bei den Getreidesorten die Animation.